Guten Morgen. Jetzt kommt also der Experte. Und der kommt auch noch aus Berlin. Ganz, ganz schwierig. Ehemalige Reichshauptstadt, Sie wissen Bescheid. Wahrscheinlich habe ich das sogar selber geschrieben, Experte. Ne? Man wird ja angerufen, Sie sind doch Experte von, und sagt man immer, ja. Zu mir persönlich gar nicht mal so viel. Zunächst mal herzlichen Dank, ich bin wirklich gern hier. Vielleicht hört man auch jetzt schon, dass ich aus Süddeutschland komme, das färbt immer so ein bisschen ab, wenn ich... Es ist nämlich eine Menge los in Österreich und der Austausch zwischen Deutschland und Österreich ist sehr stark. Es wurde schon gesagt, zu dem Thema im weitesten Sinne gab es irgendwie 3-4 Veranstaltungen. Die Leiterin unseres Vereins, Cultures Interactive, war gerade vor 2 Tagen in Wien, dort auch im Kontext der Sozialarbeit. Das wird also sehr intensiv und ist gut so. Interessanterweise ist das zum Teil auch über die Europäische Kommission vermittelt. Da gibt es ja seit 2011 dieses große Praktikernetzwerk, kurz genannt das RAN-Netzwerk, auf das man wirklich achten kann, ja, Radicalization Awareness Network. Und Sie, euch, würde ich auffordern, da mal ganz besonders drauf zu achten, weil nämlich die Gruppenleitung für den Bereich soziale Arbeit und Jugendhilfe gerade von einem österreichischen Kollegen auf europäischer Ebene besorgt wird. Ja. Ich habe, das ist Werner Prinz-Jakovic aus Wien, vom Verein der Wiener Jugendzentren, glaube ich, heißt der Verein. Ja. Also da ist im Moment gerade eine sehr gute österreichische Vertretung auch in der europäischen Arbeit. Mhm. Ganz kurz, was habe ich vor? Und ich glaube, es sind 20 Minuten und nicht mehr sollte ich machen. Und wenn jemand winkt, dann höre ich dann bald auf. Ja, der Michaela sagt schon, sie winkt und dann weiß ich Bescheid. Ich habe auch ein paar Folien dabei. Ich bin ja auch heute Nachmittag noch da. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, dass ich jetzt so ein bisschen über Cultures Interactive und unseren Ansatz spreche und auch so ein bisschen über die Geschichte. Und dann heute Nachmittag, wenn etwas mehr Zeit ist, eventuell tatsächlich über die Grundprinzipien der Arbeit, die wir machen. Ja, es ist ja gar nicht so einfach zu beschreiben, wie man das am besten macht und vor allem auch zu sagen, was man am besten nicht macht. Ja. Und die Grundprinzipien und Rahmenbedingungen, die wir da beobachten konnten, haben wir, und das war der große Luxus dieses RAN-Netzwerks, konnten wir im direkten Austausch mit vielen PraktikerInnen aus dem europäischen Zusammenhang, also aus beinahe allen Mitgliedstaaten gewinnen. Das war ganz spannend. Ich habe dort die sogenannte Deradikalisierung aufgebaut als Gruppe. Ich glaube, das ist auch was, wo man dann so einen Heiligenschein oder so einen Nimbus gewinnt und dann auch Experte genannt wird. Und das ist dann ganz gefährlich, weil die Leute auch Angst bekommen. Ja, ich bin gar kein Ausstiegsarbeiter, aber ich weiß aus der Gefängnisarbeit, was gemacht wird und kann darüber ganz gut mit europäischen Kollegen mich austauschen. Und es war spannend, was die erzählt haben. Ja, also das wäre... In Wien, Werner ist da ganz gut ansprechbar für die europäische Verknüpfung. Also was habe ich vor? Habe ich gesagt, dass wir nicht wissen, was Extremismus eigentlich ist, ist auch klar, ja. Beziehungsweise wir müssen uns darum noch bemühen. Cultures Interactive steht vor allem für die Jugendarbeit und für die Praxisarbeit. Ja. Und das ist eigentlich relativ erfrischend, weil auf der politischen Ebene, manchmal auch auf der akademischen Ebene, ist das sehr, sehr schwierig. Im letzten Jahrzehnt hatten wir noch Rechtsextremismus, Linksextremismus. Die Mitte-Rechtswähler haben auf den Linksextremismus geguckt und gewarnt und die Mitte-Linkswähler haben gesagt, ihr guckt den Rechtsextremismus nicht an. Inzwischen gucken alle irgendwie nach Syrien und sagen Islamismus. Ja. Und letztendlich weiß man gar nicht, was man an den Schulen und in der Jugendarbeit eigentlich am besten macht. Ja. Woher kommen wir und was machen wir? Das ist eigentlich ein Verein von Jugendkulturellen, ja, und von politischen Bildnern. Also insofern habe ich mich gefreut, ein paar Graffitis zu sehen und auch das Hobby vertreten zu finden, weil daher kam eigentlich so 2000
Hier unten sehe ich es auch. So 2001, 2002, so die ersten Kollegen, die so gearbeitet haben. Und dann die Notwendigkeit auch gesehen haben, weil Jugendkultur ist ja nun an und für sich nicht genug, ja, auch irgendwie politische Bildung mit einzubeziehen, ja, in einer möglichst jugendgerechten Art und Weise. Das ist eine Herausforderung, an der wir immer noch arbeiten. Und vielleicht nur ein Satz zu mir persönlich, weil ich sozusagen neben diesem Element Jugendkultur, also ich mache keine Rap-Songs, ich bin kein Jugendkultureller sozusagen und politischer Bildner, diese zwei Pole, die Sie ja auch so schön im Titel haben, ja, politischer Bildner bin ich auch nicht, ja, also das ist nicht mein Metier, sondern ich komme eigentlich aus der Psychotherapie. Ja, also wenn Sie sich mir bei der Arbeit vorstellen müssen, ich komme viel zu wenig dazu, aber dann sind das so kleine Sitzkreise, ja, und sind praktisch Jugendgruppen und psychodynamische, ganz, ganz niedrigschwellig, aber doch ein psychodynamisches Setting. Also es geht auch um Ressourcen, die eigentlich aus der Psychotherapie kommen und wo viele Kollegen auch sagen, das ist viel zu gefährlich, das dürfen wir nicht, das können wir nicht, ja, sodass eigentlich, wenn die Zeit ausgeht, Cultures Interactive ganz gut zusammengefasst ist oder Fair Skills aus drei Elementen, ja, also Jugendkultur, politische Bildung und so ein kleiner Schuss Methoden, die aus der Psychotherapie eigentlich kommen. Ja. Da waren wir natürlich 2001 noch gar nicht, 2005 wurde dann der Verein so richtig gegründet. Das Ganze spielte sich in Berlin, aber auch in Ostdeutschland ab, in dem Kontext wirklich des aufkommenden starken Rechtsextremismus, der organisiert, finanziert aus Westdeutschland, aber auch mit einigen eigenen Wurzeln in Ostdeutschland, dann vor allem aber mit etwa doppelter Rate in den neuen, sogenannten neuen Bundesländern zum Thema und zum Problem wurde. Und wir kommen zunehmend eigentlich dazu, also deswegen auch ein Büro in Ostdeutschland, ja, finden wir ganz wichtig, dann auch direkt dort zu sein, und kommen zunehmend dazu, auch mehr in der Jugendhilfe mit tätig zu sein, ja, was ja eigentlich nicht das Metier von jugendkulturellen Aktivistinnen und auch nicht von politischen Bildnern ist. Ja. Also so diese drei Bereiche, die werden sich immer wieder ergänzen und aber auch so ein bisschen gegenseitig beißen. Ja. Das muss man als Konflikt auch wirklich beständig aushalten und pflegen, würde ich fast sagen. Das gibt eine spannende Sache, können wir vielleicht heute Nachmittag noch erzählen, weil hier war ja, na, das Modellprojekte ist so ein Ding, ja, man hat immer so eine Sonderstelle und muss auch, und die Regelstrukturen sind demgegenüber oft so ein bisschen alleingelassen oder unterversorgt, ja. Viel politisches schlechtes Gewissen wird immer in Modellprojektfinanzierungen spürbar, ja. An dieser Sache müssen wir arbeiten und da ist jetzt durch die sogenannte Bundeszentralität eine interessante Geschichte entstanden mit sehr, sehr viel Geld in Deutschland, dass also einige Träger, und wir sind so glückhaft dazu zu gehören, einen gewissen Teil bundeszentrale Förderung erhalten sollen. Das ist alles noch nicht in festen gesetzlichen Tüchern, ja, aber das ist ein ganz interessanter und zukunftsweisender, also wir hoffen, wir kriegen das auch hin, politisch zukunftsweisender Schritt, diese Modellprojekte mehr an die Regelstrukturen heranzuführen und einfach auch sicherer zu stellen. Das RAN-Netzwerk habe ich schon erwähnt. Diese etwas akademische Aufteilung und Primär-Sekundär-Prävention sei dennoch genannt. Mit politischer Bildung und Jugendkultur sind wir natürlich vorwiegend in der sogenannten primären Prävention, die eigentlich eher Bildung, Erziehung heißen sollte, merken aber zunehmend oder beziehungsweise von Anfang an eigentlich schon und auch wirklich in den ländlichen Zonen, kleinstädtischen Zonen in West- und aber auch besonders in Ostdeutschland, ne, dass es doch junge Personengruppen gibt, die noch ganz besonders anfällig sind, auch zum Teil schon organisiert, aber noch nicht so richtig und noch nicht straffällig, vielfach auch in der Jugendhilfe aufschlagen, wo die Kollegen auch gar nicht so ganz sicher sind, wie man damit eigentlich umgeht, also jetzt mit extremistischen Verhaltensweisen und Inhalten, ja, dass wir also zunehmend in den sogenannten sekundäre
Prävention auch hineinwachsen. Ja? Also Jugendhilfe, wo dann auch psychotherapeutische Methoden, Elemente gar nicht mal fehl am Platz sind. Und natürlich auf dieser Ebene machen wir auch viel Fachtransfer und Vernetzungen. Das Sozialraumorientierte ist auch etwas, was wir mit viel Mühe von Anfang an versucht haben, was natürlich unerhört schwer ist, in ländlichen Gebieten vor allem tatsächlich auch die Gemeinde mit reinzuholen. Ja. Also vor 10 Jahren zum Beispiel war das, vor 10, 15 Jahren war das noch sehr, sehr heftig, ja, dass es auch wirklich eine Gemeinde mit daran arbeitet, dass man überhaupt das Problem, junge Leute gewalttätig, Abwertungskonstruktionen, ja, das Problem benennt, eventuell sogar den eigenen Erwachsenenanteil daran erkennt, ja, und hier irgendwie zusammen tätig wird. Ganz, ganz schwierige Sache, aber auch enorm wichtige Baustelle, an der wir sind. Und hier erwähne ich auch gerne dieses etwas komisch klingende Kokora, das Sie dann mal googeln können, weil das den Versuch, das ist so ein Erasmus-Plus-Programm, den Versuch darstellt, das, was Extremismus ist, oder wie man es am besten verstehen sollte, von unten herauf mit den Jugendlichen zusammen erstmal zu formulieren. Ja, das sind in bestimmten Gesprächsformaten und dann die Jugendlichen nicht nur zu beteiligen, sondern tatsächlich auch zu AutorInnen zu machen. Ja. Das können Sie mal nachsehen. Ja. Da ist auch ein österreichischer Partner, sind 5 europäische Länderpartner, ein österreichischer Partner aus der Jugendarbeit aus Innsbruck dabei. Gut, die schwierige Kernaufgabe, und das muss ich bei Sozialarbeitern eigentlich gar nicht so lange sagen, ja, ist tatsächlich ins Gespräch zu kommen mit jungen Leuten, und zwar auch gerade mit denen und uns es dann nicht mehr so leicht fällt, in gemeinsames Gespräch zu kommen. Ja. Und dabei aber auch durchaus eine Haltung zu beziehen, ja, die natürlich informiert ist von unserem Willen, menschenrechtliche, demokratische Gesellschaften zu bilden, die aber auch nicht gleich abschreckt. Ja. Also politische Bildung schreckt ja auch oft ab, oft selbst erfahren. Ja. Überhaupt die Anstrengung einer Debatte in bestimmten Situationen ist einfach, kann anstrengend sein und Leute abschrecken davon, ins Gespräch zu kommen. Ja. Also das ist die immerwährende Herausforderung mit den jungen Leuten und deswegen eigentlich auch die Jugendkulturen. Ja, die sind natürlich tief empfunden, gerade von unseren jugendkulturellen PraktikerInnen, die sind aber vor allem auch, sind nicht Mittel vom Zweck, aber sie sind Mittel zum Zweck, sie sind aber auch eine ganz starke Hilfe, auf einer Ebene ins Gespräch und in persönlichen Kontakt zu kommen, ohne den nichts geht. Ja, gerade wenn es mit den sogenannten schwer erreichbaren Jugendlichen zu sprechen gilt. Ja. Ja, und die schwierige Definition der Haltung, die gewünscht ist, Haltungsfragen waren ja schon Handlungsfähigkeit. Ja, was soll man denn? Ja? Courage, Kritik, ja? Wir haben da viele Worte für. Ja? Wie macht man es denn am besten? Ja, dass es aber auch funktioniert, dass man sich selbst aber auch nicht in Schiefer einzieht, unter Umständen sogar in Gefahr bringt. Ja? Couragierte Leute sind das öfter mal ums Leben gekommen, ja, mal plastisch formuliert. Ja. Es ist eine sehr explosive Sache und wir versuchen immer zu vermitteln, aber das müsste man dann eigentlich auch tatsächlich im Workshop trainieren, ja, weil das ist eine Handlungsfähigkeit, eine Haltung, die zugewandt und kritisch ist. Ja. Aber wie macht man das? Ja, man kann das leicht, wir haben es dann irgendwann mal erfunden als Wort, dann waren wir glücklich auf der linguistischen Ebene, ja, das ist es, ja. Es ist zugewandt zu den jungen Leuten, aber es ist auch kritisch. Aber wie macht man das? Ja? Also das muss man üben. Es ist gar nicht so schwer. Ja? Es gibt ein paar Kniffe, aber man muss die eben kennen. Dann, glaube ich, ist man handlungsfähig. Ja? Zumindest in bestimmten Situationen, die uns oft so ohnmächtig machen. Ja? Und Sie haben, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist, aber akzeptieren und konfrontativ, das ist ja ein wahrlicher akademischer Krieg. Ja?
und auch ein sozialarbeiterischer Krieg. Ja, da gibt es Fehden, da gibt es Scharmützel, da gibt es Intrigen, ja, der übelsten Sorte. Ja, wie also die sogenannten Akzeptierenden, ja, die also vermeintlich viel zu sehr sich verbrüdern und verschwägern und verkumpeln, ja, mit den Konfrontierenden, die aber dann im Extremfall einfaches Anti-Aggressionstraining machen und diesen heißen Stuhl, der ja eigentlich gemeingefährlich ist, ja, also Provokationsübungen. Wie verbindet man das? Denn beide Aspekte sind natürlich unerhört wichtig. Ja, so sieht das jetzt aus und das ist auf den ersten Blick gar nicht mal so. Also hier wird diskutiert, das hat schon seinen Platz, ja. Hier wird aber Rap gemacht, ja. Das kann man natürlich nicht sehen, das muss man wissen. Ja? Und hier wird werden Rap-Song-Lines geschrieben. Ja? Das sind also so die praktischen kleinen visuellen Inputs, die wir gerne geben. Davon muss ich hier auch nicht viel sprechen. Das Wichtigste, glaube ich, ist wirklich, dass wir auf die Begrifflichkeiten kommen, die uns in der Arbeit mit jungen Leuten, aber auch mit Erwachsenen wirklich helfen. Ja. Was ist Extremismus? Wir waren in Estland, die Leute waren fürchterlich in so einer europäischen Austauschgeschichte, waren fürchterlich gutwillig und wollten auch und die mit der Europäischen Kommission arbeiten. Und dummerweise wird ja den Ostländern oft auch erzählt, sie sollen jetzt anfangen, Islamismus zu jagen, den haben sie aber gar nicht. Ja. Also es passieren da alle möglichen Kommunikationsunfälle. Und fragte mich der Kollege, was ist? Harald, sag mir doch mal bitte jetzt, bevor wir weitermachen, was ist Extremismus? Ja? Da stehen sie natürlich da. Ja. Wir haben dann eine gute Lösung gefunden. Ich habe es dann einfach, auf Englisch geht es leichter, ich habe Gruppenhass. Ja. Also es muss schon was Starkes sein. Ja. Aber es ist jedenfalls frei von allen Ismen. Ja. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auf diese alltagsnahen, auch jugendnahen Formen der Ausschließung kommen. Aber das brauche ich Ihnen nicht erzählen, das wissen Sie. Ne? Das muss man halt nur im richtigen Moment dann auch klar machen. Ja. Wir gehen da sehr unakademisch ran und gucken genau, was auf der Ebene der Verhaltensweisen, der Gruppenverhaltensweisen das Problem ist und wie man damit umgeht. Ja. Und das ist auch ganz wichtig hier unten. Also das sind ja nicht nur Inklusion. Wir haben so ein kleines Department. Da machen wir mit Fair Skills und Jugendkulturarbeit Inklusionsarbeit. Ja? Aber nicht nur, weil das da auch geht, sondern weil bedürftige Zielgruppen oft auch sehr gefährdet sind, radikalisiert zu werden. Ja? Also das ist, ne, die Methodik Fair Skills und was wir machen, passt auf einige Felder und natürlich auch auf die Arbeit mit Geflüchteten. Und auf die Arbeit mit gemischten Gruppen aus Geflüchteten. Das kommt dann später nochmal, beziehungsweise wahrscheinlich komme ich jetzt am Vormittag gar nicht mehr dazu, aber wir haben natürlich, es ist einfach unerhört viel Geld in den Bereich geflossen und dann haben natürlich Praktiker wie wir angefangen zu experimentieren, wie macht man Jugendkulturarbeit mit Geflüchteten, wie kann man sogenannte Herkunftsdeutsche und Geflüchtete in dem Setting kombinieren, was sollte man nicht machen. Wir sind da noch am Anfang, wir experimentieren da noch, finden das aber sehr, sehr aussichtsreich und vor allem notwendig. Also das, ne, den Geflüchteten müsste man fast erfinden, ja, wenn es ihn nicht gäbe. In Osteuropa gibt es ja keine Geflüchteten, aber es gibt also 1000 Fantasien und jede Diskussion, die man anstrengt, ja, Fantasien über Geflüchtete. Deswegen sage ich, man müsste den Geflüchteten fast erfinden, genauso wie man den Schwulen und die Lesbe fast erfinden müsste, wenn sie nicht gerade anwesend wäre, ja, was sie meistens nicht ist. Ja, weil diese Themen emotional so unerhört wirksam sind. Ja. Und deswegen finden Sie ja auch Gender, da haben wir ein ganzes EU-Projekt dazu gemacht und haben dann zum Schluss gemerkt, es kommt überhaupt nicht auf Jungs und Mädchen an, sondern es kommt natürlich auf die Rollenverständnisse an. Ja. Es ist einfach so, dass jeder Extremist und jeder richtige Populist ist gleichzeitig auch, er oder sie ist gleichzeitig auch sexistisch und homophob.
Punkt. Das ist, ne, das, und das ist eine, das ist so eine Beobachtung, ja, und dann manchmal überlegt man, ja, aber die Linksextremen, sind die das auch? Und dann frage ich mich, gibt es Linksextremismus überhaupt und wie definiert man das dort? Ja? Also es gibt so ein paar Zweifelsfälle, aber im Grunde als Praxisrichtlinie, wenn wir auch gemerkt haben, dass dann die Auseinandersetzung mit diesen Gender-Themen, ja, was macht mich zum richtigen Mann, was macht mich zur wahren Frau, ja, jetzt mit Geflüchteten, mit Herkunftsdeutschen, ja, dass die so unerhört wirksam sind, dass man sie so sie sind ideologisch natürlich, aber auch sehr, sehr emotional besetzt sind. Ja. Also deswegen hier auch nochmal explizit eingeführt als eine Sache, ein richtiges Querschnittthema im besten Sinne, auf das wir immer wieder kommen, ob das ein Rap-Song ist oder ob das Gruppenarbeit ist oder politische Bildung ist. Ich hoffe, ich habe noch ein klein wenig. Mit den beiden bin ich dann auch super. Da wäre viel zu sagen, ja. Als Mensch aus Bayern finde ich das natürlich sehr. Na, hier ist praktisch der Polizeischutz für die, nur als Verdeutlichung, in welchen Milieus oder mit welchen Gegenständen man es zu tun hat. Der Polizeischutz für eine Gegendemonstration und dahinter dann die rechten Fraktionen, also das ist eine sehr, sehr militante Angelegenheit. Wir haben aber natürlich auch so diesen breiten populistischen Bereich, Pegida, ja, und die Jugendlichen sind da überall irgendwie mit drin oder bekommen das mit und bringen das auch ein. Ja. Und das ist dann auch gut so, wenn es reinkommt. Ja. Den Rest kann ich jetzt hier nicht machen. Wenn Sie wollen, können wir am Nachmittag auch darauf noch ein bisschen eingehen, wo ich es eigentlich nicht vorhatte, aber gerne, ich habe dann alle Slides dabei. Das hier kennen Sie wahrscheinlich besser als ich. Das ist die Gruppe Freiwild, die ja auch als Musikgruppe einen relativ interessanten Weg gegangen zu sein scheint. Also das kommt dann manchmal auch rein. Und da finde ich, schmunzle ich immer, weil meine politischen Bildner sind dann immer rot und werden dann selber so ein bisschen extremistisch. Und das ist vielleicht auch so ein Schicksal von, ja, politische Bildung ist auch eine Selbstgefährdung, ja, weil man, ne, genauso wie viele der Jugendkulturellen, mit denen wir arbeiten, jetzt seit 10 Jahren und die unsere wichtigste Arbeit tun, die ich nicht kann, ja, ich kann keinen Rap-Song machen, ja, die kommen natürlich oft auch aus der aktivistischen Arbeit. Das macht sie oft nicht sehr disponiert, tatsächlich mit rechtsaffinen jungen Leuten dann zu sprechen und dann ins Gespräch zu kommen. Ja. Das ist ein großes Problem, eine große Herausforderung. Und bei Freiwild habe ich das persönliche Erlebnis, aber ich hatte das unerhört spannende, auch zum Teil anstrengende Interview mit einem rechtsextremen Gewalttäter, Jugendgewalttäter, Totschlag verurteilt. Ich glaube, zu 10 Jahren, also es war eine harte Sache. Und der hat mir seinen Ausstieg, Moment, hier, ja, der hatte seinen Ausstieg mir ganz glaubhaft, der hatte alle CDs von Freiwild. Ja? Und dann habe ich gedacht, das ist aber doch eine rechtsextreme Band, ich wusste nicht genau Bescheid. Ja? Und dann wurde ich aber eines Besseren belehrt, wie wenn man also Freiwild hört, tatsächlich aus dieser Szene einen Ausstieg begleiten kann. Ja? Also ich nehme das nur als Beispiel, weil Ihnen und mir damals wird wahrscheinlich gerade ein wenig schwindelig. Da kommt dieser Mensch aus Berlin, erzählt über Freiwild und sagt, dass sie doch eigentlich links, aber früher rechts. Und was ist denn nur eigentlich wahr? Ja? Aber es, ne, es kommt, aber das ist das Potenzial auch von Jugendkulturarbeit. Ja? Jetzt hier rein als Rezipient. Ja? Ich habe vielleicht mal 2, 3 Freiwild-Songs gehört im Leben. Ja? Der hatte in seinem Gefängnis, der hatte alle CDs, ja, und konnte mir erklären, warum die nicht rechtsextrem sind, und vor allem konnte er mir glaubhaft machen, wie ihm das geholfen hat, auszusteigen. Ist Ihnen jetzt tüchtig schwindelig, ja? Das ist eine rechte Band, das war früher eine heftige rechte Band, ja? Das war eine rechtsextreme Band. Ja? Heute ist es ein bisschen anders. Ja? Also Kultur ist was, was in sich brisant ist und persönlich sehr berührt und insofern auch Potenziale hat. Und mit meiner letzten Minute bin ich, das freut mich, ich bin bei der einzigen Folie angelangt, die ich wirklich zeigen wollte. Ja, da ist alles drauf. Ja. Gucken Sie sich genau an. Ich gehe da mal eben Kaffee trinken. Ja. Scherz beiseite, Sie haben natürlich Zugriff auf die ganzen Folien. Ja. Aber das sind diese 3 Elemente, von denen ich gesprochen habe. Ja, und ich muss ja sagen, ich bin ja fast der Einzige bei uns, der dieses letzte Element, muss ich ehrlich sein, dieses letzte Element reingebracht hat. Und das war unerhört schwer.
Ich glaube, die Sozialwissenschaften, die Sozialarbeit und die Psychotherapie haben eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich habe das nie studiert, aber ich habe das oft gemerkt. Ganz, ganz, das geht aber wahrscheinlich noch zurück in die 70er, 80er Jahre, wo die Marxisten, die Psychologen, die Scheißliberalen genannt haben. Also das ist irgendwie, das ist ganz, ganz schwierig. Und ist aber auch methodisch schwierig, denn tatsächlich sollten wir als Sozialarbeiter und als Bildner nicht mit dem Anspruch auftreten, zu heilen. Ja? Also soweit die Probleme, die Potenziale sind immens. Ja? Sie machen eben eine sozialtherapeutische Gesprächsrunde. Warum? Damit auch wirklich eine persönliche Vertiefung von dem erfolgt, was in der politischen Bildung und was in der Jugendkultur produziert worden ist. Das muss ja irgendwie dann auch mal individuell ankommen. Und deswegen muss man darüber auch mal einen Ton sagen. Und es hat normalerweise in politischer Bildung nicht so viel Raum. Und in der kreativen Arbeit hat es immens viel Raum, aber es wird nicht sprachlich artikuliert. Ja? Also von sich aus, ne? Wie war es denn eigentlich und warum eigentlich und was kam dann? Ja? Und was ist eigentlich wirklich los bei mir? Ja? Also da ist kein Programm, da sitzt nur einer und alle können damit machen, was sie wollen. Ja? Also die drei Elemente, damit schließe ich, auf die wir stehen, ja, wo sind wir, das machen wir gut, ja, das hat sagen wir halt so, ja. Modellprojekte und bemühen uns, das dann auch in den Weiterbildungen dann zu trainieren und mit den Regelstrukturen gut auszutauschen, sind ganz simpel gesagt Jugendkulturen und dann aber auch politische Bildung, weil sie müssen, ein bisschen Inhalte müssen schon angeregt werden, vorzüglich aber nonformale politische Bildung, Sie wissen, was ich meine, das muss ich nicht erklären, ja. Und dann aber auch noch so ein Schuss Gruppenarbeit, die so eine gewisse psychologische Selbstsensibilisierung auch erlaubt. Einfach Gesprächsraum, der nochmal anders aufgestellt ist, erlaubt. Genau, und damit schließe ich und freue mich auf den weiteren Tag. Vielen Dank.